Guten Morgen, heute will ich euch den neuen Fallenstern von Trapper Profi zum Fang von Bisam vorstellen. Der Fallenstern ist ca. 40x40 cm breit bzw. lang, 12 cm hoch, besteht aus 19er Casanet Funkschweißgitter verzinkt. Er hat vier Fangstellen, 1, 2, 3 von der Rückseite, auch 4. Man sieht, da ist ein sogenannter Otterring vor, 19 mm Durchmesser, sodass größere Arten, die man nicht fangen will, neben dem Bisam da nicht durch können. Also zum Beispiel Otter oder Biber. In der Mitte ist ein Fangkorb, ein Futterkorb, in dem Äpfel, Möhren oder dergleichen Reihen gelegt werden können, die also den Attraktor für den Bisam ergeben. So, öffnen tut man das hier von vorne. Ein bisschen ziehen. Eine Hand ein bisschen schwieriger. So geht's besser. Klappe geht runter. In der Mitte ist schon eine Kunibärfalle drin. 12er Kunibärfalle aus Edelstahl mit Kette und Ring, den man hier irgendwo festmachen kann, wenn man das möchte. Aber auch so kann die Kunibärfalle nicht weg, nicht umfallen, fixiert, geht. Genau, wir schließen die Klappe wieder. Wie gesagt, mit einer Hand immer ein bisschen schwieriger. So, und wässern die Falle. Ich habe schon mal eine Litze dran gemacht. Man kann auch ein Drahtseil oder was anderes nehmen. Irgendwas, was halt nicht so schnell korrodiert bzw. abfaulen kann. So, wie gesagt, jetzt wird er gewässert. Ihr seht diese Schwingpontons aus Styrodur. Die führen dazu, dass es schwimmt. Und wenn ihr jetzt genau hinguckt, dann seht ihr, dass der Otterring genau in Höhe der Wasseroberfläche ist, so dass der Bisam da reinschwimmen kann, drückt die Gabel von der Kunibärfalle weg und wird dann gefangen. Ja, wenn ihr noch weitere Fragen habt, gerne melden. Bis dann, tschüss.